Hallo und herzlich willkommen, liebe Kletterer und Boulderer. Heute will ich über einen Aspekt der körperlichen Voraussetzungen für das Klettern und Bouldern sprechen, und zwar über den sogenannten Affenindex. Was ist der Affenindex? Der Affenindex ist die Armspannweite eines Menschen geteilt durch dessen Körpergröße. Das gibt eine Zahl nahe 1,0 und das ist der sogenannte Affenindex. In der Regel ergibt diese Zahl 1,0, da bei den meisten Menschen, also bei den meisten erwachsenen Menschen, die Armspannweite genau der Körpergröße ist. Auf das Klettern bezogen liegt die Vermutung nahe, dass ein größerer Affenindex die Reichweite erhöht und man damit den ein oder anderen Griff etwas leichter erreichen kann und somit ein positiver Affenindex eben für das Klettern und Bouldern besser ist. Man sieht das auch öfters bei Anfängergruppen in Kletter- und Boulderhallen, dass bei dem ein oder anderen Problem dann eben mal die Armlängen verglichen werden, um zu sehen, ob der eine oder andere eben vielleicht dieses Problem dadurch besser lösen könnte. Schauen wir uns die Sache mit dem Affenindex aber genauer an und mit der Reichweite, dann ist es so, dass der Affenindex allein noch kein Indiz für die Reichweite ist, denn ein kleiner Mensch mit einem positiven Affenindex kann dennoch eine geringere Reichweite haben als ein relativ großer Mensch, zum Beispiel jemand, der 1,90 groß ist, aber nur einen nur leicht negativen Affenindex hat, dann wird dennoch dieser große Mensch insgesamt die größere Reichweite haben. Ein weiterer Punkt, der oftmals vergessen wird oder nicht beachtet wird, ist, dass bei längeren Armen auch die Hebelverhältnisse schlechter werden. Das heißt, man tut sich schwerer, die Arme zu beugen, man tut sich schwerer, Klimmzüge zu machen. Besonders beim einarmigen Blockieren oder bei einarmigen Klimmzügen wird das dann besonders offensichtlich, dass man hier Nachteile hat. Ein weiterer Punkt zu den Hebelverhältnissen auf der Website 8a.nu, also ich kann den Link hier dann auch nochmal unter dem Video posten, ist etwas Interessantes über Adam Ondra geschrieben worden. Und zwar ist dort geschrieben worden, dass Adam Ondra sich auch deswegen beim Klettern etwas leichter tut, weil er einen negativen Affenindex hat und deswegen seine Arme leichter beugen kann. Wie gesagt, den Link packe ich hier unter das Video dazu. Der Affenindex hat also zumindest zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite hat man die größere Reichweite, zumindest relativ zur Körpergröße gesehen, mit der man manchmal den einen oder anderen Griff noch relativ leicht erreichen kann, also dass man noch unten stehen bleiben kann und irgendwo bequem einen Griff erreichen kann, während jemand anders, der da kürzere Arme hat und etwas kleiner ist, die Stelle vielleicht dynamisch lösen muss. Auf der anderen Seite bleiben aber immer die schlechteren Hebelverhältnisse, das heißt, man braucht mehr Kraft, um seine Arme zu beugen und diesen Nachteil hat man dann immer auch beim Klettern, das darf man nicht vergessen. Zum anderen habe ich auch noch drei Studien gefunden, beziehungsweise diese drei kleineren Untersuchungen sind bei Wikipedia verlinkt. Ich kann die Links auch nochmal hier unter dem Video posten. Bei diesen Untersuchungen wird auch klar gezeigt, dass der Affenindex keinen Einfluss auf die Kletterleistung hat. Es wäre jetzt natürlich interessant zu wissen, welche Top-Kletterer welchen Affenindex haben, aber hier stehen mir leider keine Daten zur Verfügung. Aber ich habe ein paar Daten zu ein paar anderen Sportlern gefunden, die einen relativ großen Affenindex haben. Hier hätten wir zum einen mit 1,046 Affenindex den Schwimmer Michael Phelps bei einer Körpergröße von 1,95 m und einer Armspanne von 2,04 m ergibt sich eben der Index 1,046. Beim Diskuswerfer Lars Riedl hätten wir mit einer Körpergröße von 1,99 m und einer Armspannweite von 2,10 m dann schon einen Affenindex von 1,055. Und der Topwert ist bei einem Basketballspieler, beim Misan Haljin, mit einer Körpergröße von 1,92 m und einer Armspannweite von 2,08 m. Der hat dann einen Affenindex von 1,083. Bei mir persönlich ist es so, dass ich auch einen sehr großen Affenindex habe. Bei einer Körpergröße von 1,83 m und einer Armspannweite von 1,95 m komme ich auf einen Affenindex von 1,065, was auch ein sehr großer Wert ist. Was hilft es mir beim Klettern? Nun ja, zum einen weiß ich schon, dass ich auch den einen oder anderen Griff immer etwas leichter erreichen kann als vielleicht andere Leute. Zum anderen weiß ich aber auch, dass ich mir gerade beim Training zu dem einarmigen Klimmzug sehr schwer getan habe. Ich habe da relativ viel Zeit, also mindestens ein Jahr, über ein Jahr,
investieren müssen, um einen einarmigen Klimmzug zu schaffen. Also da habe ich mir trotz großer Mühen relativ schwer getan. Wenn der Affenindex also beim Klettern nicht die entscheidende Bedeutung hat, wie schaut es dann bei anderen Sportarten aus? Beim Schwimmen beispielsweise ist es sicherlich ganz hilfreich, lange Arme zu haben. Beim Diskuswurf, um eben mit langen Armen den Diskus beschleunigen zu können. Oder beim Boxen die Reichweite. Das wären jetzt zum Beispiel Sportarten, bei denen ein positiver Affenindex sicherlich von größerer Bedeutung ist. Dann gibt es aber auch noch die Sportarten, bei denen ein geringer Affenindex oder ein negativer Affenindex sicherlich gut ist, wie zum Beispiel beim Bankdrücken, vorhin schon erwähnt. Die besseren Hebelverhältnisse, die bringen einen dann dazu, eben mehr Kraft beim Bankdrücken zu entwickeln. Das wäre also eine Sportart, bei der sogar ein negativer Affenindex von Vorteil ist. Auch wenn also der Affenindex keine besondere Bedeutung auf die Kletterleistung hat, seid euch eurer körperlichen Eigenschaften bewusst und noch wichtiger, geht keinen Problemen aus dem Weg. Wenn es jetzt also zum Beispiel mal einen Boulder mit Reichweitenproblemen gibt und ihr seid etwas kleiner oder habt kürzere Arme, versucht diesen Boulder trotzdem mit Dynamik zu lösen oder im Umkehrschluss, wenn ihr groß und schlaksig seid und bei der Athletik Defizite habt, euch zum Beispiel bei Klimmzügen schwer tut, macht dieses Training trotzdem, nämlich dann wird genau diese Schwäche besser und das wird euch beim Klettern am meisten bringen. In diesem Sinne macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Christoph.